Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück mit dem Bettler Matthew und dem guten Itzerox, der Polacke, mit dem Knoppi im Rucksack. Mit dem Knoppers im Rucksack heißt das, nicht Knoppi. Das ist die Einzahl. Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, in der Pause hat mir kurz Xerox gesagt, er kommt nicht weiter in seinem Zeug. Ja. Ich reise die ganze Zeit von Glenumbra zu Bettnick. Dann heißt es, ich soll zu Glenumbra reisen. Dann reise ich zu Glenumbra. Dann heißt es, ich soll nach Bettnick reisen. Und die Team. Könnt ihr und das mir sind bitte drei helfen? Quests, die genau so gehen. Ich weiß. Oh, das ist beschissen. Du bist der Nächste? Dort. Natürlich. Meine Freunde sind schon tot, aber das schert die Wachen nicht. Was macht schon ein Bettler weniger aus? Wir sind doch nur Luft für sie. Aber wenn jemand den Mörder finden könnte, beginnt eure Suche in den Gassen des Handelsviertels. Dort wurde erst gestern der alte Gian ermordet. Vielen Dank. Es ist furchtbar. Oha. Ich wette, euch folgt der Ärger überall hin. Eisenbindenhänder. Stufe 8. Nein, 200 will ich nicht haben. Ach, zwei Händer. Wo kann man denn die Sachen? Ich habe ja Gegenstände bzw. Schwerter mit Verzauberungen. Weißt du, wo man die wieder aufwerten kann oder aufrüsten kann, Xerox? Nee. Glaub, du bist eingeschnickt. Ich geh mal in die Schmiede, muss es ja. Nicht. Ich bin am Überlegen, wie ich das hier lösen kann. Ich hab Hohenstein? Sag deine Kornblume. Okay. Ich komme gerade überhaupt nicht mehr weiter. Ach, hier brauche ich Dämpferöl. Okay, alles klar. Für die nächste Stufe. Na gut. Nein! Oh, die erste Aufrüstung ist fehlgeschlagen. Scheiße. Da muss ich höheres Level haben. Oh. Scheiße. Soll ich jetzt die Schwerter verkaufen oder willst du ein paar Rüstungsgegenstände haben? Ja, was hast denn du für ein Schwert? Eisenäxte etwa 4 und ein Eisenschwert. Ja, wie viel Schaden? 168 und 275. Zu wenig. Und ein Zweihänder 324. Zu wenig. Na gut, dann verkaufe ich den Scheiß. So. Warum ist der wert? Habe mich wieder. So, verkaufen. Hier. So. Ach so, Eisenpanzerschuhe, die behalte ich. Was ist das? Ein Schild willst du nicht haben. Gut. Oh, das war die falsche Taste.
So, wie verfickt zum Scheiße Gottes kann ich das euch aufwerten? Kurz mal schauen. Verzauberungstisch. Achso, Grundlagen Schmiedekunst habe ich schon nicht gelesen, aber davon gehört. Ist auf jeden Fall der Schneider oder der Schreiner, ich habe keine Ahnung. Ja, erfindet Reagenzen. Hier sieht's mir nach Magika aus. Verzauberung! Ashton! Der Ashton-Laden. Oh. Nichts da hier, keine Glyphe. Ne, verzaubern tust du, hä? Na, da gebe ich dir nachher die Glyphen. Du, was hast du zu bieten? Oha, oha. Xerox, ich kann dir nachher Glyphen geben. Der gewundene Pfad, soll ich jetzt durchlesen? Ach, nur eine Seite. Der gewundene Pfad. Statt zusätzlich Leben, Magika und Ausdauer wieder her, fast das Ziel während der Wirkdauer stirbt. Also, was ist denn hier drin? Der Gemischwarenladen. Die Bank von Deutsch, was können wir in der Bank machen? Hast du die Bank schon einmal gebucht? Ich war mal drin, aber ich konnte dort nichts machen. Willkommen in der Bank von Deutschschloss. Die Bank. Eine Banktruhe legt Gegenstände für alle. Ach so, hier können wir Sachen für alle unsere Charakteren. Lol, mein Leben stellt sich jetzt her, wenn ich jemanden mit meinem verzauberten Dingens. Also mit meinem Zauber ausrüste, dann stellt sich mein Leben her, meine Magika und mein Dingens. Wie heißt das? Das du geraucht. Ausdauer. Nee, ich habe nur eine Fähigkeit verbessert. Wow, ist geil. Ist wirklich geil, meine Freunde. Oh, ich will nichts aufbrechen hier. Die Bank. Was ist denn das für ein Haus? Das ist ein riesen Ding hier. Die Kathedrale! Komm, wir machen mal einen Besuch in der Kathedrale. Was suchst du in der Kathedrale? Ja, Geldgeber. Bischof, gibt's hier Brot? Brot zu stehlen oder was? Nö. Kann man nichts lesen, nix, nada. Die sind ja voll Deppe hier. Ich will nichts stehlen. Guck mal nach oben. Wir können sogar nach oben, meine Freunde. Da gibt's ja nicht. Fallt auf die Knie und betet, Fremde. Lasst die Worte der Acht euch mit Hoffnung und Freude erfüllen. Nö, ist gut. Wir werden gehen. In der Kathedrale gibt's nichts zu sehen. Ist schön, aber Quests geben und... Was anderes gibt's hier nicht. Leider. Hi, Till. Wo bist denn du? Neben dir. Ach, da. Oh, mal kurz. Ich geb dir nur kurz was. Das hier. Wo war das? Nee, oh, müssen wir hier durchsuchen. Ta. Das brauche ich nicht. Jode. Das hier brauchst du alles. Das habe ich schon, das heißt Jota. Ich habe Wasser. Oh. Alchemie. Brauchst du minderwertige Glyphe? Ich brauch. Für was ist das? Minderwertige Glyphe der Flamme verursacht 40 Flammenschaden. Du bist ja der Magier. Aber du machst ja auch Schaden, oder?
Ja, brauchst du zufälligerweise das hier? Kannst du mal anschauen? Ja. Kannst du es gebrauchen? Mhm. Gut. So, So, danke sehr. Bitte, bitte. Hier haben wir das. Ich muss in die Ländereien hier. Du suchst das Südkreuz. Ach, das können wir auch noch machen. So, wo muss ich hier? Ah! Die südliche Gefilde, meine Freunde. Oh. Ein paar. Hallo! Simon. Ich kann hier den ganzen Tag so bleiben. Ja, ich auch. Ich auch, mein Freund. Ich auch. Bluthorn-Kultist. Die Wirbelsäule des Mannes wurde mehrmals gebrochen, bevor er starb. Besorgt Eisenbarren. Eisenbarren besorgen. Was hast denn du für eine Quest angenommen? So, das haben wir gemacht. Musst du jetzt eine Quest machen, in der du Eisenbarren brauchst? Ja. Als Magier? Okay. Ja, nee, das ist eine Hybrid-Quest eigentlich. Ah. Hallo! Verschwindet von hier, sonst bringt es euch ebenfalls um. Ach, mich bringt nichts Monster, um. Sage ich euch. Ein Monster. Es streift durch die Gassen. Es zerfetzt seine Opfer mit Klauen und Fängen. Es tötet alle, die ihm über den Weg laufen. Naja, und... In der Südgasse liegt ein Toter, aber es ist kein Bettler. Er ist einer der Blutdorn-Kultisten. Hab ich gefunden, mein Freund. Die Bestie treibt sich am Flussufer herum und geht in den Gassen auf die Jagd. Es frisst aber nichts von dem, was es tötet. Es mordet nur und lässt die Leichen dann für die Ratten liegen. Es ist der Fluch von Kamlorn. Ich will mit diesem Übel nichts zu schaffen haben. Ein Fluch von Kamlorn? Was soll denn das sein? Habt ihr es nicht gehört? Alle reden davon. Die Stadt Kamlorn wurde von einer Armee von Werwölfen erobert. Oh, Werwölfen. Schaut mich nicht so an. Ich habe gehört, wie Damien und Fabian darüber sprachen. Okay, Werwölfen. Super, hey! Stell deinen Eisendolch her. So, dann müssen wir noch. Oh, war das hier jemand, den wir umbringen können? Bitte, lasst mich in Ruhe. Mir geht es hundeelend. Ja, ich würde mir auch hundeelend gehen, wenn ich den ganzen Tag saufen würde. da müssen wir lang. Hoffnung? Was ist Hoffnung, meine Freundin? Es muss doch kein Blut vergossen werden. Du bist in der Schmiede, hä? Ja. Richtig? Kann ich jetzt dann hier herstellen? Ich bin, glaube ich, komplett falsch. Du musst noch ein Stilmittel kaufen beim Molybdän, ja, Molybdän. Wo kann ich das kaufen? Beim Händler. Der da rumsteht, irgendwo in der Nähe. Es hat Guillaume die Kehle rausgerissen und ist dann in den Fluss verschwunden. Es war ja, das Monster schickt Gott niemanden. So. Der erste Werwolf, Level 4 nur. Hä? Du bist ja völlig falsch geschritten hier. Ich möchte aber ja Lenz viel Leben. Ahornschild. Oh, nur Stufe 100, aber okay. Verdorbenes Fell, Plunder, Köder. Nicht schon wieder. Naja, sprech mit Sir Lennis oder so eine Art. Ha, immer schön, immer schön. Ich könnte das Ding hier tagelang spielen. Ich auch. Oder man muss ja anderweitig noch Sachen machen, das nervt. So, sprech mit Sir Lennis Sheldon. Hier ist Sheldon unterwegs. Ne, Sheldon. Hallo. Mir kommt es vor, als würde ich immer nur arbeiten. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Arbeit. Naja.
Herr! Die stolze Stadt Dolchsturz grüßt euch. Kann ich euch behilflich sein? Naja, ich überbringe ein Gesuch. Der Kriegshäuptling der Wellenbrecher? Beeindruckend. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, um ihn zu überzeugen, meine Freundin. Aber ihr habt meinen Dank dafür. Gute Arbeit. Ich werde dieses Gesuch direkt zu Großkönig Emmerich bringen. Genießt euren Aufenthalt in Dolchsturz. Bitte sehr, danke sehr, tschüssi. So, Quest abgegeben, sehr schön. Stufe 8, juhu. Ahornholz muss ich jetzt suchen. Du bist auch Stufe 8, oder was? Ja, fast Stufe 9. Ich bin erst am Anfang, was hast denn du gemacht? Ich habe jetzt alle Quests hier gemacht, die möglich sind. Ach so. Und ich bin schmieden gegangen, ist doof. Oh nee, ich hab 1000, mir fehlen noch 5000 EP. Naja, eben noch fast die Hälfte. Ja. Ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Wie jetzt? Einkaufsliste. Krämer, 3 Blutorangen. Schneider, Umhang mit Halbmond. Blumenhändler, schwarze Rose mit Dorn. Oh. Aber das gibt ja auch alles Erfahrungspunkte, ne? Was? Was Erfahrung? So. Wenn du Sachen schmiedest und so. Ja, aber eben das Talent. Hm? Eben, also die Talente, ja. Ja, nicht nur das. Auch in der Gesamtstufe macht es aus. So, hier ist er. Seid gegrüßt, meine Freundin. Nirgendwo in Dolchsturz bekommt ihr besseres Obst und Gemüse als hier. Das garantiere ich euch. Ich bin nicht an eurem Obst interessiert, mein Freund. Seht, ich will keinen Ärger. Das ist ein Spruch, den die Spione des Königs verwenden. Er bedeutet, dass jemand getötet werden wird. Mehr weiß ich aber auch nicht. Haltet mich da einfach raus. Die Spione des Königs? Was soll denn das sein? Ihr wisst schon, die Augen und Ohren von Dolchsturz? So bleibt König Kasimir auf dem Laufenden darüber, was in der Stadt vor sich geht. Halt, du bist jetzt dort mit der Assassinen-Typen. Wenn sich nicht täuscht. Ich habe gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Nehmt eure Fragen und verschwindet. Ich habe damit nichts zu schaffen. Das klingt. Ich verkaufe das beste Obst. Okay, gut. Da will nichts mehr von mir wissen. Ja, schon wieder jemand ein Quest, aber da komme ich nicht ran. Okay. Über die Brücke musst du gehen. Sprech mit dem Floristen und Schneider. Hast du diese Quest schon erledigt? Mit was? Mit dem Floristen, Krämer und Schneider sprechen. Ja. Hey, da komme ich angesprungen. Schon wieder in der nächsten Quest. Leutnant, ich habe die Dorfbewohner noch nie so aufgewühlt gesehen. Selbst die Bettler scheinen nervös zu sein. Ja, würde ich auch sein. Ein Werwolf hat diese Bettler getötet? Seid ihr sicher? Wie mache ich hier? Ja. Geschliffenes Holz. Ich würde ja sagen. Wo ist denn hier eigentlich der Schreiner? Nur mal so die Information, oder? Gibt's hier einen Schreiner? Ja. Schneider, aber einen Schreiner gibt's nicht. Schreinerbank, Mann. Ey, wo ist die, Mann? Wo bist denn du hier? Beim Schreiner. Aber nicht in Glenumbria. In Dolchsturz. Nee. Doch, da. Ach, da, Siegemühle. Da komme ich hin. Ja, aber wo kann ich hier geschafft geschliffenes Ahornholz? Ach, ich bin ja gleich. Oh, ich war ja gleich davor. Meine Fresse. So ein Trottel hier. Wo kann ich hier schleifen? Hier ist ein Alchemietisch, mein Freund. Ja. Mir fehlen nur leider Sachen. Schreinerbank. Hier angezeigt. Unbearbeitetes Holz. Ich könnte einen Bogen herstellen. Ein Flammenstab. Till, wie konntest du jetzt hier... Was? Mit E benutzen? Ja. Und bei veredeln
Du musst mindestens 10 Stücke von etwas haben. Sonst kannst du kein geschliffenes Ahorn herstellen. Ach so. Das ist blöde, ja. Heilungsstab. Willst du einen Heilungsstab haben? Nee. Froststab. Was willst denn du haben? Noch gar nichts. Ich bin gerade aus am Machen. Pech habe ich gefunden, also verwertet. So aufwerten will ich nichts, natürlich. Analysieren, erlernbar. Oh, unbekannt. Ich habe keine Ahnung hier. Ahorn, Heilungsstab natürlich. Nee, Till, also nochmal. Wie kann ich jetzt. Wie hast du jetzt den Schreinertisch aktiviert? Wie konntest du das jetzt? Mit E! Ja, aber wo? Ach, hier ist er. Bei du mir stehst genau davor. Bei mir steht da nichts. Ach so, bei mir steht hier nur noch Schreinerei für Einhaltspinsel. Ach, das ist die Kiste. Ja. Aber hier links ist ein Tisch bei mir mit. Hier, siehst du, wo ich stehe? Ja. Genau davor. Ich bin genau davor. Dann müsste er in dieser Ecke sein. Hier ist der Färbertisch bei mir. Wow. Aber mir zeigt der Pfeil hier hin. Hier ist bei mir die Schreinerbank. Verschafft dreimal geschliffenes Ahornholz. Wo ist hier die Schreinerbank? Ja, die Stumme hier. Anzubieten. Ich will nicht Alchemie lernen. Es war Platz in der Mühle. Ja, junge Dame, sehr schön. Selbst mit den Alchemisten, die hier. So, Zimmer. Wo kann mir jetzt einer erklären, wo hier Dingens ist? Schreinerbank. Gefunden? Die ist hier drin. Ist in die Schreinerbank. Ich habe so viele Materialien hier versorge, dass ich die noch geben könnte. Eisenbahn. Ach, du heilige Makrele. Die Ahorn Heilungsstab vergebe ich wieder, oder? Verkaufe ich wieder. Ja, kannst ist gut. Du machen. So. Jetzt habe ich schon 1900. Naja. Was? Geklaut? Nein, natürlich nicht. Meine lieben Freunde, das war's schon wieder für heute. Es sind knappe 20 Minuten, ein bisschen mehr vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Was wir so machen, was wir so verkacken, das seht ihr auf jeden Fall nächstes Mal.